Ich baue Sachen, die ungewöhnlich sind. Das macht mir richtig, richtig Spaß und das will ich machen, bis ich krepiere. Ich finde es grandios, Sachen zu machen, wo es eine unerwartete Zweckentfremdung gibt. Ob ich jetzt aus einer Badewanne einen Sessel baue, aus einer Trockenhaube eine Lampe baue, aus Fahrradgabelbeinen mache ich dann Ärmchen für irgendwelche Leuchten. Hier zum Beispiel ist es gerade so, dass ich eine alte Trommelbremse und eine alte Blattfeder gefunden habe. Und jetzt entwickelt sich was. Das ist auch der Grund, warum ich ganz häufig nicht irgendwelche Zeichnungen machen kann, wie irgendwas hinterher aussehen wird, weil es während des Bauens entsteht. Ich würde sowas ausprobieren. Und zwar einen alten Scheinwerfer, den habe ich von meinem Oldtimer mal weggemacht. Den hier mit dran setzen. Dann bleibt das Ding vorne schwenkbar. Ja, und genau das ist es. Um diese Leuchte daran hexen zu können, muss ich natürlich irgendeine gute Verbindung finden. Hier in dem Fall habe ich zum Beispiel einfach mir ein Stück Metall zurechtgeschnitten. Da sind jetzt noch ein paar scharfe Kanten dran, die werde ich jetzt nochmal wegnehmen. Jetzt werden gerade die entsprechenden Stellen zum Bohren gekörnt. Bohrung und Gewinde reinsetzen. Perfekt. Noch Kabel rein und fertig ist die Lampe. Super. Come on, yeah, yeah, yippee, yippee, yeah.